Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Weekend-Game. Wir spielen Tengami, ein Grafik-Adventure-Spiel, was Anfang 2015 bei Steam rauskam. Und ich fand, das sah so idyllisch schön japanisch aus. Ich bin ja auch so ein Japan-Fan mit Kirschblüten und ja, diesem ganzen Rum-Rum. Und das hat mich irgendwie direkt angesprochen. Es ist nur ein sehr kurzes Adventure-Grafikspiel. Es ist halt sehr interessant aufgebaut. Das macht das Spiel so interessant. Das werdet ihr aber auch noch im Verlauf des Spiels sehen. Und ja, ich spiele das Ganze blind. Ich habe gar keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wir sollen auf jeden Fall Rätsel lösen und spielen, glaube ich, einen Mann. Und ja, ich bin mal gespannt in diesen wenigen Parts, die das Spiel nur brauchen wird, was wir da so erleben werden. Ich habe das schon ein bisschen angetestet und das sieht sehr, sehr schön gemacht aus. Und ja, ich denke, das wird so ein Spiel, wo man sich am Wochenende schön dabei entspannen kann. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal ein neues Spiel und wünsche euch damit viel Spaß. Ach, ich soll das Buch ja öffnen, ganz vergessen. Tada, wir öffnen das Buch, Entschuldigung. Zum Öffnen ziehen. Ja, man kann jetzt hier so ganz toll... Na, wo ist das? Da, jetzt habe ich's. Zum Umblättern ziehen. Ich finde das total witzig gemacht hier mit diesem Umblättern. So, nee, man kann das Buch aufklappen. Und finde ich sehr cool. So, das klappen wir auch auf. Ups, nochmal. Na komm. Ha, und die Musik ist so schön. Ha, ich stehe ja auf sowas. Vielleicht erleben wir hier verschiedene Jahreszeiten mit diesem Mann hier, den wir da sehen. Wir werden es erleben. Gone, vergangen. Und nu? Was kann ich tun? Ah, die Blume. Die blinkt. Geht doch. Wir lassen sie herunterfallen. Zu dem Mann. Eine wunderschöne rosa Kirschblüte. So wie wir sie mögen. Sie ist auf einmal verschwunden. Es ist Winter. Er ist ganz allein. Und zum Treten anklicken. Alles ist hier so Origami-mäßig aus Papier gefaltet. So ist quasi das Spiel aufgebaut, was ich sehr cool finde. Und jetzt beginnt es richtig. Die Ladezeiten sind ein bisschen lang. Ich glaube nicht, dass das an meinem Rechner liegt. Das ist das Spiel. Das ist mir schon beim Testen aufgefallen. Und da habe ich ja auch nicht aufgenommen. So. Ja, jetzt können wir immer hier mit der Maus hinklicken und dann geht er dahin. Aber man hört schon irgendwie Wölfe heulen und der Mond scheint ganz klischeehaft. Mein erster Gedanke war, oh Gott, ein Wolf, jagen die uns hier oder wie? Aber ich klicke einfach immer nur weiter auf den Boden und dann passt das schon. Genau, wir gehen einfach an ihm vorbei. Der interessiert sich nur für seinen Mond. So. Da ist der Weg zu Ende. Zum Ziehen mit dem Mauszeiger ziehen. Das Ding hier. Wohin denn ziehen? Ach so, nach außen. Der Wolf heult und der Baum stürzt ein und bereitet uns einen neuen Papierweg.
Jetzt können wir auch über das Wasser laufen. Türüm, türüm. Er läuft noch etwas langsam. Aber ich denke, das wird auch so ein Spiel, wo man so ein bisschen es ruhiger angehen muss. Was ich ganz schön mal finde. Es muss ja nicht immer actionreich sein. Und die Musik ist einfach nur ein Traum. Und ich finde das halt einfach ganz schön aufgebaut. Es ist jetzt hier nicht so boah, geil, was für ein Spiel. Aber es ist so dieses, ach ja, irgendwie so einfach mal runterkommen. Und da ist eine Brücke, die haben wir uns jetzt mal eben aus Papier gebaut. Ja, ich finde die Atmosphäre einfach so schön. Als würde man sich so einen japanischen Märchenfilm angucken. Auch mit dem Zittern jetzt so des Wasserfalls finde ich ganz interessant gemacht. So wie so eine gefährliche Stelle, die man überqueren muss. Finde ich, sieht sehr, sehr schön aus. Und wenn man das sich so überlegt, wenn das alles auf Papier wäre, dafür finde ich das schon mal sehr schön. Ich kann mir auch vorstellen, es ist nicht jedermanns Sache, aber ne, ihr kennt mich ja, ich probiere mal so mich rum. Ja, der Wolf hier, der, weiß ich nicht, der schleicht jetzt halt mit uns mit. Das ist ein bisschen blöd. Und wenn wir da oben jetzt versuchen hinzugehen. Ja. Der doofe Wolf. Wenn der Wolf heult, dann geht dieses Ding hier zusammen. Das weiß ich noch. Also wirklich viel weiter habe ich auch nicht gespielt. Ich konnte es halt nicht lassen. Und dann dachte ich, dann kann ich das ja auch gleich let's playen. Aber eigentlich habe ich mir das schon vorher überlegt. Ja, der Wolf folgt uns. Das ist natürlich doof. Wie gesagt, wir wollen da oben hin, aber der ist wach. Der lässt uns nicht aus den Augen. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Klangspiele, die an diesen Ästen hängen. Und wie wir gerade gesehen haben, kann man die ja so rausziehen aus der Stange. Und dann hilft uns das, dass da was rausklappt. Und ja. So, die Dinger ziehen sich jetzt immer wieder ein und ich habe mich selber so ein bisschen gespoilert, weil ich dieses Rätsel, dann habe ich aufgehört zu testen, aber das habe ich noch lösen wollen. Deswegen weiß ich, worauf wir jetzt achten müssen, und zwar heulen die Wölfe, wenn man das richtige Klangspiel halt betätigt, und das müssen wir jetzt halt rauskriegen. Wenn der, super, der heult. Super, der heult auch. Ich glaube jetzt der, und dann haben wir es auch gleich. Genau, die müssen halt immer heulen, sonst wird das nichts. Das ist dann die richtige Reihenfolge. Und dann legen sich die Wölfe alle schlafen. Ist das nicht schön? Dum, dum. Genau. Gute Nacht, Wolfies. Du sollst sie ausschlafen legen hier, du. Nervwolf. Können wir nämlich jetzt auch hinten hin. Die schlafen nämlich jetzt alle. Wir haben sie zum Schlafen geklängelt. Ist das nicht idyllisch? Ja, das ist wohl so. So, jetzt fängt die asiatische Musik wieder an. So, das kann, klappt sich jetzt nämlich bestimmt auf. Also, wie gesagt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, jetzt spiele ich wieder blind. Jetzt, so richtig. Und ich weiß nicht, was das da oben ist, was da leuchtet, aber das holen wir uns jetzt mal. Mr. Papiermann, bitte holen Sie sich das leuchtende Etwas. Ach, das mit den Bäumen sieht ja auch schön aus. Nimm es dir.
Der Weg war jetzt etwas weit dafür, dass er so lange braucht. Nee, jetzt kommen wir woanders hin. Ach so, jetzt verändert sich die ganze Welt wieder, weil wir das geschafft haben. Super. Bin ja mal gespannt, ob es hier auch irgendwie eine Geschichte oder so dazu gibt. Oder ob wir jetzt wirklich immer nur so ziellos hier herumirren. Aber wenn wir uns das leuchtende Ding da holen können, wo geht's denn dann hier lang? Bis, nee, dann geh hier lang. Nio. Ich glaube nicht, dass wir da herkommen. Wir müssen da jetzt hin. Geh mal schneller. Das klappt sich jetzt wieder zu und was ist, kommt jetzt? Mhm, ein Tempel. Dann gehen wir mal in diesen Yin-Yang-Tempel. Wie er so dünn aussieht, weil er so seitlich von vorne irgendwie da langläuft. Sieht irgendwie witzig aus. Man könnte ihn wegpusten, wenn man wollte. Ja, aber die Tore sind zu. Was mache ich denn jetzt? Ach so. Warte. Da wurde was angezeigt. Was wird mir denn jetzt angezeigt? Ein Teil des Wappens scheint zu fehlen. Ach so. So, unser zweites Rätsel jetzt hier. Ach klar, es soll so aussehen wie da. Und es gehört gar nicht so Yin-Yang-mäßig. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Hier geht's nämlich runter. Ich frag mich, was die Geschichte dahinter ist. So ein Mann, der das alles vielleicht nur träumt oder so. Naja. Warten wir es mal ab. Und wieder etwas, was leuchtet, was er sich holen kann. Und? Was ist jetzt hier? Ach so, ich kann gar nichts machen. Oder wie, oder was? Doch, ich kann was machen. Guck. Ich kann das hier umblättern. Toll, was ist das? Irgendwas zum... Aha. Ah, wir können das Wasser runterlassen. Ach, das ist ja witzig. Das ist ja cool, die Idee. So. Und dann haben wir hier nämlich dieses Teil auch von diesem Ding halt. So, jetzt lassen wir das Wasser natürlich wieder hoch, damit wir da rankommen. Das Rätsel geht ja. Also wenn die alle so sind, dann ist das doch schön. Dann ist das doch alles im machbaren Bereich. Du hast ein Wappenteil gefunden. Tudu. Super. Dann gehen wir wieder. Jups. Da sind wir wieder. Witzig. Ach so. Ja, wir gehen wieder. Oder war da noch was? Nö, ne? Nö. Dann geh mal hier. Muss jetzt nicht sein, dass wir da hier so herumirren. Er läuft ja schon langsam genug. Ach, ich liebe ja auch diese Vögel, ne? Wenn ich Animes gucke, ich gucke gerne Animes, dann, aber meistens immer dieselben. Ich finde halt nicht alle Animes gut, nur so bestimmte Sachen. Und immer wenn da diese japanischen Vögel im Hintergrund sind und diese Abendstimmung und, ach, das finde ich so toll. Ich würde da ja ungemein gerne auch mal hin. Und so deren Essen essen und deren Kirschblütenbäume angucken und naja, das Übliche halt.
Jetzt nicht gerade zum Atomkraftwerkgebiet, das eher nicht. So, bin ich ja mal gespannt. Jetzt wollen wir das dann nämlich einsetzen. Jups. Tada. Und die Tür müsste jetzt aufgehen, oder? Habe ich recht? Ja, wir können sie aufschieben. Wie denn? Einfach umklappen wieder das Ganze. Das ist so witzig. Man will immer so einfach durchgehen, wie man es kennt. Aber nein, man muss die Sachen umklappen. Und in diesem Falle halt, ja. Ich muss bestimmt hier nach links noch lang, weil da oben irgendwas fehlt. Aber erstmal sollen wir da hin. Also ich finde die Idee sehr witzig, dass man hier so diese Bücher umklappen kann, wie in so einem Bilderbuch halt. Und wer hat das nicht geliebt als Kind, so eine aufklappbaren Bücher mit Bildern? Das ist so toll. Zack, jetzt bin ich im Haus. Und da drinnen ist eine Kirschblüte. Die, die uns verloren gegangen ist, dieselbe vielleicht. Weiß nicht, was es mit dieser Blüte auf sich hat, aber jetzt sollen wir auf jeden Fall hier wieder hingehen. Zack. Und dann dahin. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie ins Untergeschoss oder so. Der arme Mann, ganz allein, im Bilderbuch. Der Papiermann. Ich bin der Papiermann. Ich bin der Papiermann. Der Papiermann. Der Papiermann. Was soll ich jetzt machen? Wieso soll ich denn jetzt wieder dahin? Bin ich irgendwie leicht irre? Nee, warte, ich kann hier was machen. Na, wo soll ich denn jetzt hin? Überall leuchtet's. Wo geht's denn hier hin? Jetzt will ich's wissen. Denn ich bin der Papiermann. Da ist nämlich was. Dann gehen wir da mal hin. Hey, mach das mal auf. Das ist doch super. Soll's da hingehen? Aber du weißt nicht wie oder wie. Hier, schau mal. Man kann hier bestimmt noch mehr machen. Kann man nämlich umklappen, die Sachen. Und dann können wir nämlich da durch. So sieht's aus. Das machen wir uns schon alles hier, damit das klappt. Genau, geh da mal schnell hin. Das haben wir jetzt schon runtergeklappt, das haben wir schon erledigt. Was für ein Umweg. Und den ganzen Weg müssen wir wieder zurücklaufen. Das ist schon ein bisschen doof. Komme ich da jetzt hin? Hm. Ich will da ja hin. Muss ich da oben irgendwie lang? Geht das, dass man hier so die Treppen hochgeht? Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich muss noch weiter hier lang gehen. Oder? Damit ich hier so hoch kann, die Stufen. Geht das vielleicht? Am Rande des Buches. Verstehe ich nicht. Wie lang?
Ja, da muss es doch einen Weg hier geben. Guck mal, er kann doch auch trotzdem hier lang laufen. Ach, da war noch eine Treppe. Ich glaub's nicht. Alles klar, wir haben's geschafft. Yeah, ich habe eine Treppe gefunden. Was passiert denn nun? Oh, jetzt gehen wir nach unten und sind unten. Miau, klappt sich das wieder auf hier. Voll schön. Ja, wir sind jetzt im Keller. Dann gehen wir mal zu dieser hellen Fläche. Ja, schlepp dich die Treppenstufen hoch. Und geh noch langsamer. Und wir klappen das Ganze nochmal um. Und gehen hier hin. Wenigstens muss ich nur einmal immer klicken. Das andere macht er von alleine. Ist entspannt. Braucht man nicht viel machen. Für alle, die Lust haben, ein Spiel zu spielen und sich nicht viel betätigen wollen. Mit schöner Musik und schönen Bildern. Ach, jetzt bin ich im Keller. Das ist ja toll. Was habe ich jetzt davon? Jetzt gehe ich nach oben wieder und ja. Hab's geschafft, dass ich unten war. Toll. Weil ich von hier aus die Blume holen kann. Ach, von der anderen Seite ging das nicht, oder wie? Von der anderen Seite ging das nicht. Wölfe schlafen unter fahlem Mondlicht. Sie träumen. Aha. Kriege ich auch direkt eine Errungenschaft für die heulenden Wölfe. Die ja jetzt nicht wirklich bösartig waren, ne? So, Blume, kann ich dich anklicken? Wir gehen mal da oben hin. Da ist die Blume. Soll ich die Blume auf die Blume machen? Ich soll die Blume auf die Blume machen. Sammeln wir jetzt so Level für Level so die Blumen ein? Sozusagen. So, jetzt stelle ich mich hier wieder hin und wahrscheinlich kommt dann das nächste aufklappbare Bild. Jawohl. Was kommt denn jetzt? Ist ja schon spannend, obwohl es halt gar nicht in dem Sinne aufregend ist. Aber trotzdem interessant halt, was kommt jetzt immer als nächstes? Ist das schön hier. Ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Also vielleicht nicht alles aus Papier, aber halt in echt Kram. Ihr wisst schon, so mit echter Natur und so. Na, kannst du den Hopser da machen? Ach, tatsächlich. Dann gehen wir mal hier hin. Ich gehe zum Wasser. Das ist so schön hier. So, jetzt stehen wir hier. Herrlich. So ein gesunder Spaziergang am Abend. Wo uns der Weg wohl hinführt. So, jetzt geht das Wassergeräusch auch langsam wieder auf beide Ohren. Ist immer so unangenehm, wenn man die Geräusche irgendwie nur auf einem Ohr hat. Ach, kann ich das runterklappen?
Jawohl. Da soll ich also hin? Ja, gut. Dann gehen wir da mal hin. Ich weiß noch nicht wie, aber das schaffen wir schon. Ah. Voll die Entspannung. Können wir hier rüber? Ich glaube schon, es ist kein Wasser hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Na, wie weit denn noch? Und da oben müssen wir dann auch noch mal lang. So, komm, komm. Komm, komm. Irgendwas muss ich aber hier machen können. Das kann ich machen. Und das... Ich kann, nee, das ist... Moment. Genau, ich glaube, ich sollte erstmal da lang gehen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man hier steht und dann das umklappt. Das geht dann gar nicht, ne? Kommst du darauf? Wenn man irgendwo steht, geht das nicht. Interessant. Ja, aber kommst du da so echt nicht drauf? Nee, das geht nicht. Dann ist das noch nicht richtig. Muss ich irgendwie anders machen. Dann kann ich das nochmal umklappen. Und das auch. Und das? Ach, du kannst ja auch hier lang. Okay. Nee, das funktioniert auch nicht. Hm. Wenn wir das mal eben nochmal hier ändern. So. Wie soll's denn sein? Dann kommen wir zumindest schon mal hier hin. Das sieht doch gut aus. Genau. So. Wir wollen ja eigentlich eh nach links, wir wollen ja gar nicht nach rechts. So. Bringt mir das was, dass ich das ändere? Naja. Ich finde das doof, dass ich jetzt hier irgendwie nicht weiterkomme. Ich will ja nicht zurück. Nee. Das haben wir doch so schön geschafft. Das wäre doch doof. Muss ich denn jetzt wieder? Aber es ist doch gut, wenn ich hier stehe. Irgendwann muss man doch mal hoch. Das kapiere ich jetzt nicht. Eigentlich würde ich am liebsten hier auf der rechten Seite was ändern, aber hier gibt es halt nichts, was noch höher geht. Das finde ich irgendwie gerade doof. Ja, dann geh nochmal zurück. So. Muss man dann doch vielleicht auf die rechte Seite kommen? Ach, wie ärgerlich. Hm. Ich muss mal gucken, ob ich hier nicht doch rechts einen Weg mir bauen kann. Und das nicht, bleibt einfach direkt so stehen, dann sieht man es ja. Ich kann da dann stehen und ja, ich schaue mal, ob mir das was bringt. So. Ah, okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, und nun?
jetzt habe ich den Weg. Super, ja, es war also doch von rechts. Das hat jetzt aber Spaß gemacht irgendwie. Hervorragend. So, hier kann ich auch wieder was ändern. Mir eine Brücke bauen. Ich glaube, ich muss auf den Steg. Und wenn ich hier stehen bleibe und mal gucke, was hier noch war, weil der ist nämlich höher. Und da oben will ich eigentlich hin. Aha, so. Ja, man muss es sich halt bauen. So, den Weg gehe ich jetzt hier noch nach links und dann war es das auch schon wieder mit diesem Part. Ja, das kann man echt gut einfach, sag ich mal, durchspielen. Also ich habe die Zeit jetzt schon wieder fast ein bisschen vergessen. Das war schön. Das war eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen mit Tangami. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Okay, das können wir jetzt nochmal eben machen, oder? Ich muss hier hinstellen. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich jetzt schon während des Videos gesagt, wie ich es finde. Und ich denke, das wird ganz schön sein am Wochenende jetzt immer. So. Genau. Das ist doch ein schöner Übergang zum nächsten Level. Zack. Wir blättern wieder um und befinden uns dann in der neuen Seite. Was kommt jetzt hier Schönes? Ah, toll. Na, echt cool. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.